Ja, heute war die Wahl in Iggersheim. Ich gehe ab 15. März des Jahres 2024 in meine dritte Amtszeit und ich habe heute ein sehr gutes Wahlergebnis bekommen mit über 80% und vor allem auch eine sehr gute Wahlbeteiligung mit 46%. Und dafür bedanke ich mich bei allen Wählerinnen und Wählern. Ein starkes Ergebnis. Ich persönlich freue mich auf eine weitere tolle Zusammenarbeit in der kommunalen Familie des Main-Tauber-Kreises. Die 18 Städte und Gemeinden und der Landkreis, wir pflegen wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander. Wir gratulieren dem Frank Mennigheim zu seiner phänomenalen Wiederwahl. Bei einem Gegenkandidaten so ein super Ergebnis und bei 50% Wahlbeteiligung. Klasse, lieber Frank, du hast es verdient. Im Namen der Bürgerschaft, der großen Kreisstadt, meiner Verwaltung, des Gemeinderats und aller, die bei uns Verantwortung haben, herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen vor allem, dass der Bürgermeister von Iggersheim auf seine Art und Weise so erfolgreich weitermacht, viel Gesundheit hat, viel Kraft, damit er all seine Visionen weiter vorantreiben kann. Vom Gemeinderat in Iggersheim die herzlichsten Glückwünsche an unseren alten und neuen Bürgermeister Frank Mennigheim. Wir freuen uns auch auf weitere 8 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde Iggersheim.